Ja, hallo, guten Tag und herzlich willkommen. Ton? Das scheint mir noch ein bisschen leise zu sein. Wird besser, können wir uns gut verstehen? Ja, also, herzlich willkommen zu unserem Vortrag Im Herzen der Bestie. Wir möchten in den nächsten 45 Minuten ein bisschen was erzählen über das Hacken von Mainstream-Medien oder auch den übergeordneten Bereich Medien-Guerilla. Uns würde zuallererst mal so ein bisschen interessieren, wie eigentlich die Publikumsverteilung hier ist, und ich stelle deswegen mal die Frage in den Raum, wie viele Journalisten sind eigentlich anwesend? Per Handzeichen bitte. Okay. Blogger? Es gibt da bestimmt Schnittmengen. Ja, Medienguerilla betrachten wir als Teil des Komplexes Kommunikationsguerilla. Das würde ich jetzt mal kurz ein bisschen zuerst mal unseren Aufbau skizzieren. Wir fangen also an mit der Frage, was ist eigentlich Kommunikationsguerilla? Wenden uns dann Methoden und Techniken zu, haben ein paar Fallbeispiele, geben ein paar Tipps zum Selbermachen und hätten zum Ende auch noch etwas zum Mitmachen. Was ist also Kommunikationsguerilla? Wir fangen an und gehen zurück in das Jahr 1867. Die beiden Herren dürften bekannt sein, es sind Karl Marx und Engels. Sie waren auch auf dem Gebiet der Kommunikationsguerilla aktiv, und zwar nachdem die Kritik der politischen Ökonomie in den Medien nicht besprochen wurde, haben sie beim Kapital dann sich einer anderen Methoden bedient, und Engels hatte in 15 verschiedenen Zeitungen unter falschem Namen Verrisse geschrieben, und das hatte dazu geführt, dass überhaupt das Buch rezipiert wurde. Man sieht hier eine Methode: falscher Name, falsche Rezension gibt gleich Öffentlichkeit. Das nächste Fallbeispiel stammt jetzt aus dem Jahre 1906. Diesen Herrn habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Es handelt sich hierbei um den Hauptmann von Köpenick. Das hier ist ein Filmplakat, aber eigentlich gründet sich die Geschichte tatsächlich auf einem realen Vorfall. Denn der Schuhmacher Friedrich Wilhelm Vogt hat sich überlegt, mit einer kaiserlichen Uniform nach Köpenick zu fahren, um dort die Stadtkasse zu rauben. Er hat sich also eine Uniform besorgt, ist nach Köpenick gefahren, hat auf dem Weg vom Bahnhof zum Rathaus gleich auch nochmal einen Trupp Soldaten unter seinen Befehl gestellt, mit Hinweis auf einen Geheimbefehl seiner Majestät des Kaisers. Hat das Köpenicker Rathaus mit denen besetzt, zuerst mal Bürgermeister und Schatzmeister unter Arrest gestellt, dann nochmal ein paar Soldaten losgeschickt, um das Fernmeldeamt zu blockieren, um sich dann dem Tresorraum zu widmen. Er hat gehofft, dort 2 Millionen Reichsmark vorzufinden. Am Ende waren es dann doch nur 3.000. Hier ist das Prinzip: eine falsche Uniform, preußisches Auftreten, ergibt die Stadtkasse. Jetzt gehen wir noch mal ein Stück weiter. 1980 in Zürich toben Straßenschlachten. Das ist die Zeit der Hausbesetzerbewegung und Jugendbewegung in Zürich. Das war ziemlich derbe, ging es da ab. Und Jugendlichen sollen jetzt in einer Talkshow im Schweizer Fernsehen DRS auf einen konstruktiven Dialog festgelegt werden. Also Talkshow, da ist eine Stadtabgeordnete da, der Polizeichef ist da und eben zwei Vertreter der Jugendbewegung. Die lassen sich jedoch nicht auf das Spiel ein, sondern treten als Herr und Frau Müller dort auf und radikalisieren die Forderungen des Bürgertums und des Establishments. Also fordern dann den Einsatz von Schusswaffen und machen mit dieser Technik, die Sendung wird gesprengt, also es gerät völlig aus dem Ruder. Da gibt es auch einen Film drüber, den man sich irgendwo auch bestellen kann. Das ist eine lustige Sache. Medienguerilla heißt seitdem in der Schweiz Müllern. Hier ist die Methode: Camouflage, Überaffirmation ergibt den TV-Skandal. Dann haben wir nochmal zur Illustration eigentlich den weltweit bekanntesten Coup von Medien-Guerilleros rausgesucht. Und zwar geht es da um eine Aktion der Yes-Men. Das Ganze dreht sich um die Bhopal-Katastrophe in Indien 1984. Da ist ein Chemiewerk der Firma Union Carbide explodiert. Zwischen 4.000 und 25.000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Bis heute haben da Zehntausende von Leuten auch unter Spätfolgen zu leiden. Der Nachfolger von Union Carbide, Firma Dow Chemical, hatte bis 2004 keine Anstalten unternommen, da irgendwelche Verantwortung zu übernehmen, Entschädigungen zu zahlen, dergleichen.
Die Yes Men haben sich dieses Komplexes angenommen, haben mit einer ziemlich langen Vorbereitung diesen Coup lanciert. Sie haben ein Jahr vor der eigentlichen Aktion schon eine Website geschaltet, die DAO Ethics hieß. Und haben es dann geschafft, der BBC einen gefakten Pressesprecher von DAO Ethics unterzujubeln, der dem Fernsehpublikum dann mitteilen konnte, dass Dow Chemical endlich bereit wäre, sich seiner Verantwortung zu stellen und Entschädigungen zu bezahlen, und hat da Zahlungen im Rahmen von 12 Milliarden Dollar angekündigt. Das Prinzip ist hier: falsche Website, falscher Firmensprecher ergibt den Aktiencrash. Also die Aktie ist 10% ungefähr gefallen nach dieser Meldung. Was ist eigentlich Guerilla? Guerilla ist immer, kleine Leute greifen das große System an, und zwar nadelstichartig rein, groß aufpoppen und dann zurück in der Hoffnung, dass dann irgendwas bleibt. Die klassische Guerilla, achso, das ist dein Teil. Die Methoden der klassischen Guerilla sind, denke ich mal, landläufig bekannt. Es geht hier um Schusswaffen, Sprengstoffgürtel, Entführungen, asymmetrische Kriegsführung und dergleichen. In der Kommunikationsguerilla ist das Waffenarsenal ein bisschen anders. Wir werden dann später mal den Waffenschrank aufschließen und schauen, was wir da so Interessantes finden und was man da so machen kann. Davor wollen wir so ein bisschen nochmal einen theoretischen Teil machen, und zwar, wo auch die Gemeinsamkeit mit dem Hacken besteht. Es geht nämlich um Code. Man dringt dort ein, wo schlampig gearbeitet wird, und nutzt Sicherheitslücken. Roland Barthes, der Philosoph, der Französische, hat gesagt, ist die beste Subversion nicht, die Codes zu entstellen, anstatt sie zu zerstören? Und das hat Umberto Eco dann weitergeführt, indem er 1985 eine semiologische, also Semiotik ist die Lehre der Zeichen, also eine Guerilla der Zeichen, gefordert hat, indem eben die Zeichen abweichend dissident verwendet werden. Ein zweiter grundlegend dafür ist ein Begriff, das nennt sich kulturelle Grammatik. Das gründet auf Kommunikationstheorie. Um das Ganze ein bisschen zu erklären, machen wir da nochmal einen kleinen Schritt zurück zum Thema Kommunikationstheorie. Und haben hier so das typische Sender- und Empfängerprinzip. Ein strukturierendes Element innerhalb der Kommunikation, wo es total wichtig ist, dass bei Sender und Empfänger auf Konventionen gründend oder auf Definitionen gründend die gleichen Bilder von Gegenständen vorherrschen. Wenn ich also meinem Mitreferenten jetzt einen besonders schönen Baum da im Innenhof zeigen will und sage, guck mal da, das ist ein schöner Baum, da ist keiner, muss ich tatsächlich davon ausgehen können, dass mein Gegenüber auch das gleiche Bild von Baum im Kopf hat. Und das Teilen gleicher Definitionen macht Kommunikation und Zusammenleben erst möglich. Die kulturelle Grammatik dahingegen umfasst ein bisschen mehr. Ja, also kulturelle Grammatik ist also nicht nur diese Vereinbarung, okay, Baum ist ein Baum, sondern meint das ganze Regelsystem, das gesellschaftliche Beziehungen strukturiert. Also was wir als Normalität wahrnehmen, was wir als alltägliche Rituale wahrnehmen und wie wir Kommunikationsmöglichkeiten in den Rahmen stecken letztlich. Also es hat auch mit Hierarchie zu tun und mit Stabilisierung des Systems, und eben genau dort kann man ansetzen, wenn man diese kulturelle Grammatik eben nicht einhält und dissidente Zeichen verwendet. Ich habe das mal anhand eines Beispiels, wir haben links wieder das Baumbeispiel. Auf der rechten Seite ist eine Störung des Codes zu sehen. Das war bei einer Aktion von Leuten, die haben hier in Berlin im Potsdamer Platzarkaden während des Weihnachtsgeschäfts die Leute zum Kaufen aufgefordert und sind da einfach rein mit sehr vielen Leuten, haben ziemlich Chaos angerichtet. Und den Menschen, dessen Gesicht hier so ein bisschen verwischt ist, das ist ein falscher Sicherheitsmann. Und das in dem Fall wissen die Passanten nicht mehr, wer ist eigentlich der richtige Sicherheitsmann, wer ist der falsche. Und man führt so, kann so schön Verwirrung erzeugen, weil der falsche Sicherheitsmann dann auch mit dem Echten redet und der Echte weiß nicht, wo er dann hin soll, und das Publikum weiß eben nicht mehr, was dann echt ist. Also ein ganz einfaches Beispiel. Genau, also im Handbuch der Kommunikationsguerilla, das wir uns allen empfehlen können, das ist ein sehr spannendes und auch lustiges Buch mit sehr vielen schönen Beispielen, steht eben, es geht darum, die kulturelle Grammatik also nicht nur unbewusst zu praktizieren und darin einfach so zu leben, sondern kreativ mit ihr umzugehen und sie dann für die eigenen Zwecke zu benutzen, zu instrumentalisieren oder umzudrehen und dabei eben auch in ritualisierte Gewänder zu schlüpfen, sich fremde Rollen anmaßen und auch im Tonfall der Macht sprechen. Da kommen wir später nochmal zu. Wenn wir über die Ziele von Kommunikationsguerilla sprechen,
können sich viele der Anwesenden vielleicht auch vorstellen, dass solche Aktionen durchaus Spaß machen können. Das wäre als einzige Motivation allerdings vielleicht doch ein bisschen dürftig. Es stecken also im Allgemeinen durchaus politische Hintergedanken dahinter, nämlich die Störung der Kommunikation und des Alltäglichen, gewisses Nachdenken oder Hinterfragen zu erzeugen, Medienevents zu sabotieren, Politiker oder Medienorgane zu demaskieren und Aufmerksamkeit für Themen zu erzeugen, wo man mit althergebrachten Mitteln wie Pressemitteilungen oder Pressekonferenzen oder so eventuell nicht so richtig weiterkommt. Ja, vielleicht sollte man noch sagen dazu, dass Kommunikationsguerilla sich auf jeden Fall von Werbefuzzis, die irgendwelche Viralkampagnen machen, schon unterscheidet. Die benutzen vielleicht ähnliche Techniken, aber das Ziel von Kommunikationsguerilla ist eben nicht, Kohle zu verdienen. Also zumindest außer beim Hauptmann von Köpenick vielleicht. Was ist Kommunikationsguerilla und Mediengerilla? Wie kann ich das abgrenzen? Also Mediengerilla ist ein Teil von Kommunikationsguerilla, wobei Kommunikationsguerilla viel mehr auf so eine innerhalb von, also auf eine Face-to-Face-Kommunikation geht oder im öffentlichen Raum mit Straßentheater oder da. Also eine viel direktere Sache als Mediengerilla, die will eben die Medien nutzen, um dann die Guerilla-Aktion zu machen. Mittlerweile verschwimmen die Grenzen allerdings, weil es nicht mehr so ganz abgrenzbar ist, was ist denn jetzt Face-to-Face und was ist denn Massenmedium. Ja, nähern wir uns jetzt nochmal dem Waffenschrank und schauen, was wir da so drin finden. Die gängigen Methoden der Kommunikationsguerilla sind unter anderem Camouflage, Fake, Entwendung, Verfremdung, Erfindung, Umdeutung, Überidentifizierung und subversive Affirmationen. Und dafür haben wir jetzt auch noch mal ein paar kleine Beispiele vorbereitet. Fangen wir mal an mit der Verfremdung. Hier haben wir ein Plakat aus dem Bundestagswahlkampf 2005. Adbusting in Bezug auf die Schröder-Politik. Muss man jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr viel mehr zu sagen. Hier aus dem Wahlkampf 2009, das kennt ihr wahrscheinlich alle, auch hier eine Remix-Geschichte, die dann jetzt im Netz nochmal anders als auf einem Werbeplakat läuft, wo am Schluss dann sogar so ein automatischer Generator dasteht und das kann dann tausendfach publiziert werden. Und am meisten Spaß macht es natürlich, wenn die Leute sich dann wehren, was ja da auch ein bisschen passiert ist. Und das findet eine riesen Verbreitung und kann eben dann die offiziellen Kampagnen torpedieren. Auf der technischen Ebene der Verfremdung gibt es noch eine ganz interessante Waffe, nämlich den Image Falgerator, ein Apparat zur minimalinvasiven Manipulation von Fotografien. Erfunden vom Berliner Künstler Julius von Bismarck. Dieses Gerät sieht erstmal vielleicht ein bisschen gefährlich aus. Ich werde kurz was zur Funktionsweise sagen. Da ist ein Laserprojektor drin und ein Sensor, der auf Blitzlicht reagiert. Wenn sich also der mit diesem Gerät Bewaffnete in eine Gruppe von Menschen begibt, die alle ihre Fotoobjektive auf ein gemeinsames Objekt richten und um ihn herum geblitzt wird, dann wird in dem Moment in diesem Image-Falgerator ein Impuls ausgelöst, der eine kurze Laserprojektion auf das von allen fotografierte Objekt wirft. Das sieht dann so aus. Hier, Herr Wobereit. Hier geht es tatsächlich irgendwie ums unbemerkte Einschleusen neuer Informationen in Fotos, nicht unbedingt auf Massenmedien zielend, denn sowas würde wahrscheinlich in der Fotoredaktion dann doch noch irgendwie für eine gehobene Augenbraue sorgen, sondern hier geht es vielmehr darum, die Verunsicherung des Einzelnen, also der Fotografen, die vor Herrn Wurvereit stehen, wenn sie sich zu Hause ihre Abzüge angucken, nochmal hervorzurufen, also eher eine Face-to-Face-Situation. Ganz kurz, für die nächste Sache bräuchte ich Ton, ich habe hier keinen Stecker. Wo ist denn das? Klinkekabel iMac. Haben wir vorher nicht hinbekommen. Aber wenn jemand eine Idee hat, gerne einmischen hier. Freibier auch. ja, kommen wir zum nächsten Fallbeispiel. Wir befinden uns im Jahr 2003, kurz vor dem Irakkrieg. Der Botschafter der USA wollte damals in der Humboldt-Universität hier in Berlin sprechen und Aktivisten haben ins Netz eine einzige Fotomontage gestellt, nämlich der Botschafter spricht, jubeln bis der Krieg kommt, für patriotische Begeisterung wird gesorgt. Also
über Identifizierung mit den Zielen. Die Folge war, dass der Botschafter nicht spricht, mit einer Fotomontage erreicht. Also es ist oft sehr viel effektiver, als da mit 200 Leuten vor der Tür zu stehen und sich von Polizisten wegtragen zu lassen. Diese ganze Sache war eingebettet in eine Kampagne Mehr Krieg für alle. Da gab es dann auch eine Pro-Kriegs-Demonstration. Einen Tag vor diesen großen Friedensdemos mit 750.000 Leuten sind etwa 400 Leute für Krieg auf die Straße gegangen. Das sah dann so aus. Verteidigungsministerium. Aufstandseinsätze seit 1998 verzehnfacht hat, doch eine Verzehnfachung reicht nicht aus! Das hat schon für Verwirrung gesorgt, habe ich mir sagen lassen. Das letzte Mittel aus dem Waffenschrank, was wir noch mal kurz vorstellen wollen, ist die subversive, subversive Affirmation. In diesem Falle sowas wie Beifall von der falschen Seite. Da gibt es ein schönes Beispiel aus dem US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 1996, wo der Kandidat der Republikanischen Partei Bob Dole immer wieder Eingänge auf seinen Wahlkampfspendenkontos feststellen musste von Schwulen- und Lesbenbewegungen und Gruppen, die da aktiv waren. Etwas, was er natürlich nicht auf sich sitzen lassen konnte. Und als homophober Typ. Er hat dann diese Beträge immer wieder direkt zurücküberwiesen. Und wurde damit natürlich so ein bisschen gezwungen, sein wahres Gesicht ein bisschen radikaler zu äußern, als es vielleicht so in Stellungnahmen, wo er es immer so ein bisschen verharmlosen konnte und seine homophoben Anklänge so ein bisschen hinten anstellen konnte. Also hier ein klarer Fall von Demaskierung. Wir müssen auch ein paar weitere Fallbeispiele. Sicherlich euch bekannt ist der falsche Müntefering. Dieser Account hat etwa ein Jahr existiert oder mehr als ein Jahr und wurde geschaltet, als Müntefering damals SPD-Vorsitzende wurde, bekam er dann auch den falschen Twitter-Account. Das ist der erste Tweet, ging gestern hoch her, Beck ist weg, reimt sich sogar. Die Aktivisten haben das dann eine Zeit lang gemacht, haben aber das nach 5 Tagen schon enttarnt. Die Berliner Zeitung hat es dann gebracht. Die SPD hat allerdings nicht darauf reagiert und das Spiel konnte weitergehen. Und dann hatten zwischenzeitlich die Leute auch schon mal wieder aufgehört, für einen Monat oder zwei überhaupt zu twittern. Und dann hat das Medien- und Marktforschungsinstitut Nielsen die SPD als die besten Twitterer ausgemacht und eben hier die Botschaften der prominenten Politiker Hubertus Heil und Franz Müntefering für die breite Resonanz herangezogen. Die haben das groß rausgehauen über alle Presseagenturen, Nachrichtenagenturen. Es lief in 62 Zeitungen diese falsche Meldung, bis dann ein Blog das aufgedeckt hatte. Nielsen musste dann die groß angekündigte Twitter-Studie teilweise zurücknehmen und räumte ein, dass bei der Analyse von Internetinhalten gewisse Unsicherheiten nicht auszuschließen seien. Wenn man nicht googeln kann, ist es halt schwierig. Das ging dann aber noch weiter und da sind auch noch mehr Leute drauf eingefallen, zum Beispiel der Herr Taus. Da war diese Zensursalon-Debatte im Großen im Gange und der falsche Müntefering hat immer wieder gestichelt. Taus hatte damals irgendwas gesagt und daraufhin hat Müntefering ihm, das ist schlechter Stil und die SPD ist und bleibt internetfit. Daraufhin kamen natürlich auch sehr, sehr viele Sachen zurück, die gesagt haben, ihr seid gar nicht internetfit. Und die ganzen Leute haben es eigentlich nicht verstanden, obwohl die Geschichte schon lange aufgedeckt war, mehrfach. Das ging dann weiter. Also Taus hat dann die Replik, die er darauf geschickt hatte, übrigens gelöscht danach, nachdem er gemerkt hat, dass es der falsche Müntefering ist. Es gab dann
eine Veranstaltung im Wahlkampf, die hieß Müntetalk. Das war so eine mit Twitter-Wall und Livestream und man konnte per YouTube Fragen einreichen und per Twitter und diese. Und da hatte der falsche Müntefering immer schon im Hintergrund auf der Twitter-Wall immer schon geantwortet auf die Fragen, die ihm gestellt wurden. Und Müntefering musste sich dann auf einmal rechtfertigen, was da passiert. Und hat schön für Verwirrung gesorgt. Die größte Geschichte ging dann eigentlich, ein Jahr existierte der falsche Account. Die SPD hat grandios verloren im Bundestagswahlkampf und kurz davor hatte der falsche Müntefering dann so eine Andeutung gemacht, dass er zurücktreten könnte. Erneuerung braucht Zeit, Mut und gute Konzepte. Ich werde meinen Teil zur Erneuerung beitragen. Welt Online fand das so exklusiv und spannend, dass sie das gleich geretweetet haben. Am nächsten Tag zeichnete sich dann ab, dass er zurücktreten würde, aber 2 Stunden vor dem echten Rücktritt ist der falsche Müntefering zurückgetreten. Diesmal heißt dann, Erneuerung heißt konsequent sein. Ich trage politische Verantwortung für das Ergebnis vom Sonntag und mache den Weg für andere frei. NTV hat das live gesendet, die Berliner Morgenpost hat es gebracht und alle waren in diesem Run um die schnelle Meldung eben sehr unvorsichtig und sind darauf reingefallen. Wer die ganze Geschichte mal nachlesen will, kann das auf Metronaut tun. Da gibt es das minutiös, da gibt es auch viele Seitengeschichten. Ja, nächster Fall. Polylux und die Speed-Diät. Polylux, vielleicht manchen Leuten hier noch bekannt, Lifestyle-Magazin und Berlin-Hype-Maschine des Radios Berlin-Brandenburg, greift im Jahre 2008 Berichterstattung der Zeitschrift Debug und anderer Organe über den Hamburger Schriftsteller Hans-Christian Dani auf, der ein Buch geschrieben hat über das Phänomen Speed als Alltagsdroge, also eben eher nicht so Droge, um Rausch zu empfinden, sondern Menschen, die sich mit Speed für den gewachsenen Leistungsdruck unserer Gesellschaft fit machen. Und jemand aus der Redaktion von Polylux postet dann am 3.4.2008 in 4 Foren, die irgendwie vielleicht auch nur halluziniert irgendwas mit Drogen zu tun haben könnten, folgendes Gesuch. Da es schlecht zu lesen ist, lese ich es jetzt gerade nochmal vor. Liebe Community, wir vom ARD-Magazin Polylux würden gerne einen Beitrag über Speed als Alltagsdroge machen. Vielleicht habt ihr ja schon davon gehört. Es gibt ein Buch zum Thema Speed, eine Gesellschaft auf Droge, in dem der Autor die Renaissance von Speed beschreibt. Grund für ihn ist der, dass wir in einer absoluten Leistungsgesellschaft uns befinden, in der wir viel arbeiten, ständig konzentriert sein müssen und wenig schlafen können. Auf der Suche nach dieser Renaissance suche ich wiederum jemanden, der voll im Berufsleben steht und seine alltägliche Leistung durch oder mit Hilfe von Speed abruft. Der TV-Beitrag will Speed nicht verteufeln, in Klammern, Polylux sendet auch des Öfteren Beiträge über Drogen, zuletzt Drug-Checking. Speed natürlich aber auch nicht über den grünen Klee loben. Falls ihr euch angesprochen fühlt und euch in der kurzen Beschreibung wiederfindet, würde ich mich über ein Feedback freuen. Das ist insofern ein ziemlich beispielhafter Vorgang, der so einen gewissen Style von Polylux illustriert, die nämlich immer wieder aufgefallen sind, dass sie auf der Suche nach Protagonisten ihre Geschichte, die sie senden wollen, eigentlich schon komplett fertig haben und dann auf die Suche gehen nach Leuten, die ihnen genau das, eben diese vorgefertigten Aussagen, noch in die Kamera ventilieren. Dieses nicht näher benannte Forum erlebt das nicht zum ersten Mal, deswegen ist der Sturm der Entrüstung auch relativ groß. 65 Einträge später meldet sich dann ein findiger User, dem da offensichtlich eine schelmische Idee gekommen ist und schreibt, ja, lass dich von dem Mob hier mal nicht verrückt machen, ich mach dir gerne Interviewpartner klar, mail mir einfach. Das ist die Geburtsstunde des Kommandos Tito von Hardenberg. Da findet sich eine Gruppe von Menschen zusammen, um diese unwiderstehliche Einladung anzunehmen. Es werden 2 Figuren mit ziemlich absurden Storys erfunden, nämlich einmal ein Speed-Dealer, der es sich zum Ziel gemacht hat, mit der massenhaften Verbreitung von billigem Amphetamin die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nach vorne zu bringen, selber aber nur Kokain konsumiert. Und zum anderen ein arbeitsloser Musiker mit Gewichtsproblemen, der mit der appetitzügelnden Komponente von Amphetamin gerne sein Idealgewicht erreichen möchte. Diese Figuren melden sich in der Redaktion und offerieren ihre Teilnahme. Die Redaktion ist total begeistert, macht erstmal Telefoninterviews mit denen und verabredet sich dann zu richtigen Interviews mit denen. Eine Woche später läuft dann zur besten Sendezeit in der ARD folgender Beitrag. Die Droge Speed galt bisher in der Partyszene als eine Art Kokain für Arme. Ein Aufputschmittel ohne Glücksflash, das lediglich hilft, beim Tanzmarathon durchzuhalten.
Für den Alltag vollkommen ungeeignet, würde man denken, denn wer geht schon gerne mit Herzrasen, Schweißausbrüchen und Angstzuständen ins Büro? Trotzdem hat sich Speed zur Alltagsdroge von Workaholics entwickelt. Menschen, die viel arbeiten und lange durchhalten müssen, aber nicht über das Einkommen eines Hedgefondsmanagers verfügen. Immer schlank, immer fit und leistungsbereit, das will auch Tim wieder sein. Der Musiker wiegt 170 Kilo und ist seit 2 Jahren arbeitslos. Genau deshalb, glaubt er. Um sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren, will er sein Hungergefühl endgültig ausschalten. Seit 6 Wochen ist er auf Diät und auf Speed. Wenn du dieses Medikament nimmst und auf einmal ist dein Hunger weg und du gleichzeitig aber so ein bisschen im Hinterkopf hast, dass das, was du nimmst, nicht ohne ist und dass du auf ein paar Sachen achten musst und zumindest Vitamine und Eiweiß zu dir nehmen musst und vielleicht noch eine Mineralientablette nebenher oder so, damit du nicht völlig dehydrierst und körperlich abkackst, dann kann man so ein Medikament für eine bestimmte Zeit auch nehmen. Und so sehe ich das für mich. So ein Medikament, das nehme ich eine bestimmte Zeit. 10 Kilo hat Tim durch die Droge abgenommen. 70 weitere sollen folgen. Das wäre dann etwa 1 Jahr auf Speed. 4 bis 6 Lines am Tag. Richtige Mahlzeiten isst er nicht mehr. Zum Frühstück gibt es einen Apfel, am Nachmittag ein bisschen Joghurt. Nur mit Speed glaubt er, seinen Körper wieder zu beherrschen. Wenn ich das selber nicht in den Griff kriege, dann habe ich halt das Gefühl, ich muss dieses Werkzeug benutzen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch nicht vom Tisch zu wischen, dass es dieses gesellschaftliche Idealbild von schlank, sportlich, leistungsbereit, sonst wie gibt, dem ich offensichtlich mit meiner puren Willenskraft alleine nicht entsprechen kann. Speed als letzte Hoffnung auf soziale Anerkennung. Der Beginn einer Gesellschaft auf Droge? Ja, hier also ein Beispiel für die typische Berichterstattung von Polylux. Zeitgleich zur Ausstrahlung dieses Beitrags geht dann eine Pressemitteilung des Kommandos an die gesamte erste Liga der überregionalen deutschen Presseorgane, wo unter anderem auf einen eklatanten Recherchemangel hingewiesen wird und angeprangert wird, wie erschreckend einfach es ist, selbstgewählte Inhalte in Massenmedien zu platzieren. Selbstgewählt in diesem Falle nicht so sehr darum, dass es darum geht, Speed als Alltagsdroge da zu präsentieren, denn das war ja schon die Idee der Redaktion selber. Der Protagonist hatte zum Beispiel die Möglichkeit, in diesem Interview eben auch auf so Sachen wie Schönheitswahn, Schlankheitswahn und sowas zurückzukommen. Diese Pressemitteilung geht dann also raus und am nächsten Morgen. Doch, das ist es. Kommt erstmal noch ein Bekennervideo des Kommandos. Ja. Angehörige des Kommandos Tito von Hartenberg, der hedonistischen Internationale, haben heute am 10. April des Jahres 2008 das öffentlich-rechtliche Musik- und Drogenformat Polylux angegriffen. Unser Angriff auf den Boulevard-medialen Komplex soll unsere grundlegende Opposition ausdrücken gegen Praktikantenausbeutung und schlechte Fernsehprogramme. Unsere Solidarität gilt all denen, die sich weltweit wehren gegen Startkapital und die ganze andere Kacke. Einem unserer Genossen ist es gelungen, ins Herz der Bestie vorzudringen und nicht nur das Format der Sendung mit Absurdum zu führen, sondern auch die von Frau Hardenberg ausgelobten 50 Euro Aufwandsentschädigung der Revolutionärsache zuzuführen. Wir fordern die Abschaffung von Ausbeutung und Unterdrückung. Mehr Klang, weniger Sucht und ein 30. Monatsgehalt für die Schiffsabwrackungsindustrie von Bangladesch. Die Welt aus dem Springer Verlag mokiert sich in diesem Falle im Übrigen über das geschmacklose Bekennervideo im Stile islamistischer Attentäter. Allein dafür hat sich schon gelohnt. So, am nächsten Morgen ist dann das extra eingerichtete Postfach des Kommandos voll. Die Prankster geben Telefoninterviews im Minutentakt. Spiegel, FAZ, Süddeutsche, Frankfurter Rundschau, Fokus, Taz etc. pp., die stehen alle auf der Matte und wollen mit den Leuten reden. Das darauf folgende Rauschen im Blätterwald übersteigt auf jeden Fall die kühnsten Erwartungen der Aktivisten, habe ich mir sagen lassen. Bis zu österreichischen und Schweizer Publikationen reicht da der mediale Aufschrei, es überwiegt eine gewisse Häme und nur sehr selten wird die Solidarität mit den verschaukelten Kollegen auch mal geübt. In der Blogosphäre entfacht sich ziemlich schnell eine große Diskussion über schlechte Recherche und Verantwortung von Journalisten, Stichwort Sorgfaltspflicht.
Polylux als Magazin mit selbstbehaupteter Web 2.0-Affinität löscht diesen Beitrag sofort aus seiner Mediathek und unternimmt danach klickliche Versuche, die immer wieder hochgeladenen Mitschnitte bei YouTube und MySpace-Video entfernen zu lassen. Das ist ein ziemlich aussichtsloser Kampf gewesen. In ihrer Community schlagen die Wellen da ziemlich hoch. Ihre User sind ziemlich empört, es fällt ihnen auf die Füße da kommen halt so Zensurvorwürfe. Der Pressesprecher vom RBB gibt ein Interview und behauptet, der Protagonist hätte während des Interviews gekokst. Häppchenweise wird auch der Klarname des Protagonisten lanciert. Die Spitze der Empörung ist ein Statement des Medienmagazins der Gewerkschaft Verdi. Die legt da der Redaktion des RBB nahe, doch irgendwie stramm gegen die Täter vorzugehen, auch rechtlich. In der nächsten Folge von Polylux, eine Woche später, wird diese ganze Sache dann nochmal wieder aufgenommen. Polylux macht einen Bericht über Mediengerilla, nimmt dieses Beispiel der Yes Man als Gegenstand und thematisiert das. Selbstkritik, was die Sache, die ihnen selbst widerfahren ist, kommt da eigentlich gar nicht vor, ist Fehlanzeige. Der Tenor ist eher so, warum eigentlich wir? Das wäre so ungerecht. Sie haben auf jeden Fall was davon gehabt, nämlich eine deutlich gestiegene Einschaltquote. Das Kommando veröffentlicht daraufhin nochmal eine Pressemitteilung und entlarvt Polylux da so ein bisschen als Wiederholungstäter, zeigt halt, dass auch zu anderen Themen immer wieder in Foren mit genau demselben Stil nach Protagonisten gesucht wurde. Also Menschen ohne Beziehungserfahrung, Menschen mit Mehrfachbeziehungen, World of Warcraft-Süchtige, Menschen, die sich Gliedmaßen abtrennen und so weiter und so fort. Und immer der gleiche Text, da konnte man schön nachgoogeln. Ende Mai 2008 wird dann die Absetzung des Formats verkündet. Am 18.12. läuft die letzte Polylux-Sendung. Der RBB-Pressesprecher wird gefragt, ob es da eigentlich irgendeinen Zusammenhang gäbe und dementiert das Ganze mit einem dreifachen Nein. Kommen wir zum nächsten Fallbeispiel. Die Frau ist wahrscheinlich hinreichend bekannt, das ist Frau Steinbach. Da gab es ja den Streit um die Bundesstiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung. Zur Grundkonstellation ist, diese Stiftung ist sehr auf das 20. Jahrhundert konzentriert und sehr auf die deutschen Opfer von Flucht und Vertreibung. Und umstritten war natürlich, dass die Rechtsabbiegerin Steinbach in diesen Stiftungsrat will. Vor allem in Polen war das sehr umstritten. Und es gibt dazu einen Hack des Zentrums für politische Schönheit. Das sind die, die Merkel und Steinmeier auf eBay verkauft haben. Das Zentrum für politische Schönheit hat dann eine Webseite aufgemacht, stiftungfluchtvertreibung.de oder so hieß sie, mit einer Mailadresse und danach eine Pressemitteilung rausgehauen, in der stand, dass der Stiftungsrat nun anders, man wolle sich öffnen und der Stiftungsrat auch mit Menschen mit aktuellem Migrations- und Flüchtlingshintergrund geöffnet wird. Und Köhler ist da mit einem Statement drin, dass die Stiftung dürfe nicht zu einem Schaustück der Ignoranz verkommen. Das würde der Mensch nicht sagen. Die DPA hat es geglaubt. Die DPA hatte die haben in letzter Zeit öfter so Sachen, wo sie drauf reinfallen. Eine einfache DENIC-Abfrage hätte übrigens gereicht, in dem Fall, das zu entlarven. Ja, die Presse, die echte Stiftung dementiert die Sache. Aber das Thema ist auf jeden Fall auf der Tagesordnung kurz. Also hier steht DPA-Titel, der damals Stiftung will Einfluss von Vertriebenen schmälern. Vielleicht noch was zum Zentrum für politische Schönheit. Die haben nämlich ein ganz interessantes Konzept, was sie jetzt anfangen. Sie wollen so eine Art Yes-Man für Menschenrechte werden. Und die Idee ist eigentlich, eine neuartige Menschenrechtsorganisation aufzubauen, die mit Medienhacks Aufmerksamkeit für vergessene Konflikte, Völkermorde und Menschenrechtsverletzungen erzeugt. Das heißt, es gibt einen Medienhack zu einem Thema, was ich in irgendeinem Land oder und man, sie wollen davor mit klassischen NGOs zusammenarbeiten, die eben dort aktiv sind, die informieren und die wissen dann am so und so vielen, können wir mit unseren Themen das nachfüttern, wenn die Aufmerksamkeit da ist. Dafür werden Unterstützer gesucht, also wenn ihr da Lust habt, meldet euch einfach beim Zentrum für politische Schönheit. Der nächste Teil unseres Vortrags dreht sich so ein bisschen um Selbermachen. Da würden wir gerne auch noch so ein bisschen eine Anleitung geben. Es gibt im Bereich der Mediengerilla eigentlich vorwiegend zwei Spielweisen. Entweder man bekommt den Ball hingelegt, wie bei dem Beispiel Polylux ganz gut gesehen, oder man sucht sich selber einen erfolgversprechenden Schusswinkel, platziert den Ball und nimmt Anlauf.
Es gibt da keine Patentrezepte. Oftmals entstehen die Ideen auch so ein bisschen aus einer Schnapslaune heraus oder so. Es gibt allerdings, wie wir bei den Yes Men gesehen haben, zum Teil auch Aktionen, die von ganz langer Hand geplant sind, mehrmonatige Vorbereitungszeit erfordern und auch etwas höheren finanziellen Einsatz. Wichtig dabei ist, dass man sich so ein bisschen mit den Wirkungs- und Funktionsweisen von Medien auskennt oder beschäftigt. Auch das Prinzip der kulturellen Grammatik mal reflektiert und sich überlegt, wie eigentlich PR-Effekte an sich so funktionieren. Brainstormen ist dann angesagt, sich zu überlegen, wo man ansetzen könnte. Was sehr hilfreich ist, wenn man subversive PR-Menschen kennt, Werbefritzen oder auch Leute irgendwie mit Kontakten in die Blogosphäre oder eben gut sortierte Presseverteiler. Beliebte Ziele sind zum Beispiel Firmen mit schlechtem Leumund, also Umweltsünder, Waffenproduzenten dergleichen, Firmen mit schlechter Pressearbeit, weil man da eher auch mal eine Nische findet, um da reinzugrätschen, Medien, die schlecht recherchieren. Prinzipiell lässt sich eigentlich jedes Medium hereinlegen, wenn man nur die richtige Strategie sich dafür ausdenkt. Kommen wir zum Teil mitmachen, also wenn hier Leute sind, die Lust haben, was zu machen, was wir immer ganz gut gebrauchen könnten, wären ganze Farmen gut gefälschter Identitäten auf Facebook, reale und falsche erfundene Personen mit vielen Freunden, möglichst gut vernetzt und einem realistischen Profil, also da müsst ihr gucken, dass es möglichst realistisch ist. Auch gut sind Fake-Blogs aller Art und erfundene Webseiten, also einfach so geht darum, dass man mehr Feuer entfachen kann. Was wir auch brauchen können, sind kreative und gewitzte Menschen mit IT-Skills, also Hacker, PR-Skills, Blogger, Grafiker, Designerinnen, Schauspieler, auch immer ganz wichtig. Journalistendatenbanken, immer gerne her damit. Ideen, revolutionäres Potenzial. Ihr könnt an Du darfst at Hedonist International schreiben. Ich würde jetzt bitten, den Stream auszuschalten, weil wir haben noch eine Idee. Genau, jetzt ist Twitter verboten. Genau, jetzt lasst ihr mal eben ganz kurz eure mobilen Geräte aus der Hand. Twittert erstmal nichts. Wir haben nämlich jetzt vor...